Ich bin dein Vater. So. Was? So, wir sind mal wieder in der Box 44. Ich wollte euch ja heute mal wieder mein Motorrad zeigen. Es ist jetzt endgültig fertig, der Sitz ist dran und Co. Deswegen bekommt ihr jetzt erstmal einen fetten Bikeporn und danach sehen wir uns wieder. Adrian, ich mache jetzt diese Achsen ran, aber ich vermute, da steht Achscover schwarz, Vorderachse für Harley, Softail, Diner, Sportster und V-Rod. Ich habe aber Touring bestellt. Und wenn das jetzt nicht passt, dann raste ich richtig aus. Ich will es gar nicht ranmachen, weil ich wieder das Gefühl habe, dass es nicht passt. Was meinst du? Kennst du aus der Vergangenheit? Oh, okay, es passt. Na doch klar, das ist bestellt. Ja, kein Idiot. Ich sehe hier ein Teil, was eigentlich noch verbaut werden muss. Ne? Warum ist es nicht verbaut? Sascha! Ich habe ein Teil entdeckt, was nicht verbaut wurde, was ich extra gepulvert habe. Darüber müssen wir sprechen, mein Freund. Den schaffen wir uns hier mal. Diese Scheibe. Ja. Weißt du, wo die hinkommt? Deswegen ist ja nicht dran, ne? Schön. Wenn wir nicht wissen, wo es hinkommt, machen wir es aber nicht dran. Ist ja nur vom Bremshebel. Nee, ist zum Glück nur so ein Konterblech, aber ich glaube, hat es eine Funktion. Na, wirst du ja nicht wissen, weil du nicht wusstest, wo es hingehört, ne? Es kommt hinter das Bremspedal. Also quasi, wenn du da hinguckst, ist ja diese Schraube. Und zwischen die Schraube. Ah, kann ich auch sagen, warum ich das nicht weiß, weil ich das nicht abgebaut habe. Das ist richtig. Er hat es nicht abgebaut. Da muss ich sagen, es hat Janni abgebaut. Hat es einen Sinn? Ja, bestimmt wie im Konter. Waren wir stehen geblieben? Geiler Sitz, geiler Sitz. Geiler Sitz ist dran. Der Sitz wurde gepolstert. Der war ja letztes Mal nicht dran, ne? Den habt ihr noch nicht gesehen. Deswegen konnte ich euch quasi den Effekt von dem gestretchten Tank noch gar nicht so zeigen. Ja, wir haben ein neues Leder drauf. Und viele werden jetzt schreien, warum sind nicht alle Nähte Gold? Weil es zu viel gewesen wäre. Es wäre einfach übertrieben hässlich, glaube ich, geworden, wenn die Nähte noch Gold wären und es wäre einfach zu überladen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte wirklich nur die Sitzfläche gesteppt und Gold haben, passend zu dem Pinstripe. Und ich muss sagen, das passt schon sehr geil von den Farben. Und finde ich echt schön. Vor allem, wenn man so guckt, man hat das Gefühl, die enden genau so, wo die anfangen. Ist natürlich kein Zufall gewesen. Ja, dann haben wir die Sissy Bar, haben wir die gesehen? Ja, haben wir gesehen, ne? Die war dran, aber ohne Sitz oder ohne Polster. Das Polster passend zum Sitz, falls man mal eine nette Dame drauf hat, die man nicht verlieren möchte. So, Freunde, noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wir haben bei Smilodogs einen Restock. Das heißt, einige Artikel, die ausverkauft waren, sind jetzt wieder verfügbar. Ihr könnt natürlich mit meinem Code FLEX10 auf alle Artikel 10% sparen. Und ab einem Mindestbestellwert von 40 Euro bekommt ihr einen Teil für euer Home-Workout. Natürlich kostenlos dazu, Expander und Co. Bei Neosubs haben wir ab sofort auch die neuen Schnitten, die ihr im Adventskalender drin hattet. Das heißt, geht auch gerne bei neosubs.com und mit dem Code FLEX10 spart ihr auch dort fette 10% und unterstützt dieses YouTube-Projekt. Das Ding ist auch cool, weil es hat einen Schnellverschluss. Das heißt, wir können das innerhalb von kürzester Zeit hier einfach anheben und rausziehen und wegpacken. Und wenn man es mal auf Tour gehen sollte, was wir dieses Jahr auf jeden Fall machen werden, packe ich mir dann sowas dazu. Und dann haben wir einen Gepäckträger. Da könnt ihr dann nochmal einen Sack draufpacken, festziehen an den Streben mit einem Gurt. Das ist ganz cool. Und wenn ihr dann im Hotel seid oder irgendwo an eurem Spot angekommen seid, müsst ihr dieses hässliche Ding nicht mit euch rumschleppen. Packt ihr einfach zur Seite. Gut ist, wir wollen ja noch meinen Rücken schonen. Ich habe mal geguckt, die Strecke, die wir rausgepickt haben, müssten 5000 Kilometer sein. Und wenn wir das fahren wollen, fahren wir natürlich nicht ohne Lehne, auch für den Fahrer. Natürlich passend zu dem Rest.
gesteppt. Ja, muss ja auch matchen so ein bisschen. Und das ganze System kennt ihr ja schon von den letzten Videoreihen. Einfach reinschieben, einrasten lassen. Jetzt. Zack. Und dann haben wir natürlich auch wieder unsere Lehne am Start. Ein bisschen entspannter für mich als Fahrer. Ja, auch alles neu gepolstert. Schönes Leder, auch hier mit Anschluss für die Schraube, dass man quasi rankommt, die Verstellung machen kann. Einfach wieder, wie gesagt, wenn man unterwegs ist, wieder vor Ort, raus in den Koffer, rein damit. Und dann ist sie schön clean. Und dann haben wir noch was im Petto. Wollen wir das den Leuten schon erzählen? Oder wollen wir denen vorher erzählen, was hier noch passiert? Also ich bin noch nicht so zufrieden mit dem Lenker. Er sieht zwar cool aus meiner Sicht, aber irgendwie stört mich dieses Abfallende mit den Händen. Das heißt, die Position ist halt zu weit nach unten gerichtet. Also werden wir einen Ape-Hänger ranmachen, der quasi nach oben gerichtet ist. Dann haben wir diesen Look quasi so. Da seht ihr schon den Unterschied. Die Hände werden viel weiter oben sein, die Spiegel werden dann viel weiter hochkommen und dann haben wir ein bisschen mehr, ich glaube, der ist auch ein bisschen breiter, zumindest optisch wird es breiter aussehen, weil dieses Abfallende nach unten nicht ist. Und das war dann das Thema Harley Road Glide Special. Ich werde dann durch. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet mit dem Sitz dran und ob ihr das so feiert oder was ihr anders machen würdet. Und dann haben wir noch was für euch, ne? Jetzt zeigen wir es? Jetzt zeigen wir es. Ja, ich habe das nächste Projekt am Start. Eine Night Rod. Ja, da werden wir uns jetzt demnächst auch drum kümmern. Hoffen. Oder zumindest versuchen, den Schrott mal hier aus der Werkstatt rauszukriegen. Die steht hier schon ein bisschen. Die gehört einem guten Kumpel von mir. Achso, für alle, die noch nie eine Night Rod gesehen haben. Das ist kein Tank. Das ist eine Airbox. Also Airbox Cover. Das ist quasi, hier ist der Luftfilter und so weiter drin. Und der Tank ist da. Ja, ihr seht schon, die ist ein bisschen ramponiert. Also der Hebel hat mal bessere Tage gesehen. Der Blinker auf jeden Fall auch. Und der Spiegel. Also der Lenker ist halt sehr mickrig, ne? Also, ja, ich weiß nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Und da hat mein Kumpel mich gefragt, ey Fabi, ich habe hier gar keine Ahnung von. Hast du nicht Bock, dich dem mal anzunehmen und die mal umzubauen? Ich meinte, nee, gar keinen Bock. Er meinte, mach mal bitte. Ich meinte, na gut, weil du es bist. Und jetzt muss ich mich hier darum kümmern, aus dem Ding ein schönes Bike zu machen. Wird auf jeden Fall eine Nummer für sich, glaube ich. Weil das Ganze ist eine amerikanische Night Rod. Die hat keine deutschen Papiere. Das heißt, wir müssen uns erstmal um den Paragraph 21er Gutachten kümmern. Dann müssen wir die irgendwie angemeldet bekommen. Dann müssen wir uns irgendwie darum kümmern, dass die angeht, weil wir haben zwar... Gehen die an? Nee, ne? Wir haben keinen Schlüssel für die Karre. Das heißt, wir müssen alles tauschen. Ich werde auf jeden Fall keinen Scheiß hier verbauen, sondern wenn, dann machen wir das Ganze richtig. Hab mir auch schon ein paar Parts rausgepickt. Den Lenker wollte ich breiter machen. Dann kommt ein schöner Dragbar-Lenker ran. Das Tacho kommt runter. Da kommt eine andere Airbox ran, die auch ein bisschen breiter ist, wo der Tacho quasi in die Airbox mit reinkommt. Das heißt, der Tacho ist dann hier drinnen, so eingelassen. Dann hat man hier einen cleaneren Look auf dem Lenker. Der Spiegel kommt natürlich nach unten. Wir müssen mal gucken, was wir mit dem Auspuff machen, weil das klingt natürlich auch wie Rotze. Ja, also wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Bin mir noch nicht so sicher, was wir damit machen. Aber sollte machbar sein. Ich sehe auch schon, dass der Tacho umgebaut ist auf, guck mal, eine Kilometeranzeige. Wundert mich gerade. Warum hat die ein Kilometermesser schon drin? Hier kommt ein Cover rüber, das dann so breit ist, dass das Tauchrohr eintauchen kann aus Stahl. Die Maske würde ich sogar so lassen, glaube ich. Die mag ich, nämlich die Oldschool-Maske von der ersten Night Rod. Aber guck mal, ist auch schon milchig, ey, Mann. Die Gabelbrücke. Das hat einfach schon abgeplatzter Lack, kann man auch gleich nochmal neu pulvern lassen. Hatte ich mir auf jeden Fall was Cooles aufgetan. Eigentlich du, Adrian. Eigentlich war deine Idee. Lass es mal als Videoprojekt machen, das ist bestimmt voll cool. Ja, danke. Ja, wird Spaß machen. Wir haben meine Harley gezeigt. Wir haben das nächste Projekt gezeigt. Unter Vorbehalt. Ja, also wir gucken, dass wir die angemeldet bekommen. Wenn wir keine Anmeldung kriegen, dann lohnt sich das ganze Prozedere nicht. Dann werden wir die so versteigern oder verkaufen. Irgendwas machen wir damit auf jeden Fall. Hatten wir noch was? Ja, wir hatten noch was. Und zwar haben Adrian und ich uns überlegt, dass wir eine neue Videoreihe machen.
Gerade jetzt im neuen Jahr haben wir überlegt, dass es ja so einige von euch gibt, die auch Motorrad fahren, beziehungsweise Harley fahren oder Chopper fahren oder wie auch immer. Da würde ich mich auch gerne drauf beschränken und wollte eine Reihe machen, dass ihr mir eure Motorräder zeigt und ich mir die angucke und ein bisschen bewerte und sage, so wie ich die finde, was ich anders machen würde, was cool ist, was nicht cool ist. Vielleicht habt ihr irgendwelche Unikate, Sonderumbauten, alles Mögliche. Ihr könnt mir gerne einfach eine DM schreiben, am besten bei Instagram, da kommt es am schnellsten bei mir an. Dann vereinbaren wir einfach ein Treffen, natürlich, wenn gutes Wetter ist. Ich komme mit meiner Karre, ihr kommt mit eurer Karre und dann gucken wir uns das Motorrad mal an, drehen eine kleine Runde zusammen und machen ein cooles Video. Ich hoffe, der ein oder andere hat auch Lust und auch die, die nicht aus Berlin kommen und den Weg auf sich nehmen, ladet euch danach auf einen Kaffee ein. Natürlich auch auf dem Essen sehr gerne. Kriegen wir alles hin. Ja, das war's dann von dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bevor ihr abschaltet, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und checkt mein Instagram-Profil aus. Und bleibt geschmeidig.